Hi. Aus welcher Stadt kommt die Rockband Scorpions? Hannover! Also wirklich. Hannover. Der gute Klaus meine. Ich weiß, eigentlich sollte sie ihn killen, aber ich habe Angst, okay? Ich habe so Traumata davon getragen, von einem toten Joker, der da nicht hingehört. Oh komm, jetzt hier mit so einem richtigen Angriffssprung. Bam! Achso, ist ja nicht so stark, da war ja was. Na egal, komm, dann jetzt halt hier Wind und Tod. Yippie! Nur Öli, legal. Vertrag wegen Geldmangel gekündigt. Ah, bester Gag des Spiels bisher. 20.000. Wieso ist Yusuke eigentlich nur Level 27? 27 übrigens. Zionga! Ja, nee, Zionga will ich auf jeden Fall. Ja, weg mit Zio, ne? Es ist der Reimmodus. Das ist aber lange her. Das jetzt anzuwenden, fällt mir ganz schön schwer. What a skill. Dorminrausch aus Shadow of the Colossus. Kaneshiro. Ich geh hops. Da will ich direkt wieder gehen. Leon kann nicht mehr reimen, dafür ist er nur im Keim. Ich habe ein Problem, ich muss vorlesen. Aber da kann ich ja nicht reimen. Das ist vergeben. Noch muss ich nicht lesen, alles gut. Aber bald ist das meine Pflicht, das zu tut. You stole it all from innocent people. Fine. I'll call off the debt. Fine? You're still sounding pretty condescending. You're right. I'm a poor, ugly idiot. How am I supposed to live a normal life like this? It's all because of our society. Weak people can't lead a happy life, no matter what they do. I'm a victim too, you know? Yeah, none of this is my fault. Ist schon mies. Reimmodus eingelöst und dann muss ich gar nichts sagen. Da muss ich mich mit Reimen gar nicht plagen. The more you talk, the more pathetic you sound. I just wanted a place where I could belong. You get that, don't you? Bullshit! All you did was surround yourself with people you could use, solely for some easy money. And you think you're the only one who's got to deal with being labeled? Me and all these other guys, we're all fighting against that. But don't worry. You'll finally have a place you belong. Somewhere you can make amends for the rest of your life. We're gonna do something about that distorted heart of yours.
free of charge. Irren ist leonisch. Das finde ich aber komisch. I'm glad you understand. Now hurry up and return to the real Kaneshiro. Seriously? You guys don't have any tact. Especially with that incredible power. These palaces could net you loads of cash. You could do whatever you wanted to people's hearts. We're not like you. Where do you find meaning in that naive sense of justice? You know, there's already someone out there taking full advantage of what palaces have to offer. What? I'll let you in on a little something. There's a criminal using other people's palaces to accomplish whatever they damn well please. Was kommt jetzt? Da wird einer verpetzt. They don't care about consequences. Psychotic breakdowns, mental shutdowns. Anything goes. Is that the same person Madarame's shadow spoke of? Spill it! Who are you talking about? Don't even bother. You are nothing compared to them. Better be careful. A chance encounter with them could prove fatal. Okay, wir haben unseren Endboss gefunden. Jetzt müssen wir nur dahin kommen und über die Runden. In that case, we should take that large one. Wait, what? Diese dumme Katze. Sie ist eine echte Fatze. The treasure. What's gotten into him? This is so cool. Wowie. Being a human is great. Du bist kein Mensch. Du Trench. It's shiny, shiny gold. Lass mich los. Ich muss mal groß. Straßen! Da wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Nur Terrassen. Warte, such ich mir aus. Oh, I think I cracked my ass. On, are you alright? Is yours cracked as well? Of course not! Isn't it supposed to be, though? That's not what I mean! More importantly, it's dangerous for us to just charge out like that! Everyone's staring at us! Thank goodness nobody was hurt. I wouldn't say nobody. Wie einfach so ein Bus aus dem Himmel. Und das reimt sich halt auf Pimmel. That briefcase. It appears to have been the cause of Morgana's demise. That's not what I meant. Isn't that Kaneshiro's? You mean his treasure? Hey, the light's red.
Also den Nachfolger von Road Rage mag ich ja lieber. Aber davon erzähle ich euch nie wieder. How about a karaoke? We'd have security cameras to worry about there. Oh, I got the perfect place. That's right. I was just in the mood for some coffee too. And we need to fix Morgana up. So warm. Das Blut, das über ihr Gesicht strömt. This place is oddly calming. Und mit dem Geld wird sie gekrönt. Have you learned anything new? It's sealed by a rotary lock. We'll need the combination to open it. 689. A rotary lock. Das wird es sein. I knew it. How did you get that? I simply memorized the combination. I saw him open and close it so many times, after all. Well, that's scary. But amazing, too. Nee, Hackergirl kommt noch. Mann, irgendwas mit Loch. Oh, that burns. Hey, hurry up and open it. Oh. How much is this? I believe one stack is 1,000,000 yen. Ich will nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Splitting it, we still each get 5,000,000. Da hätte ich nichts gegen. Holy shit. Kann man mir ruhig mal geben. It's gonna be deluxe pork soup combo for me from here on out. You have to think bigger than that. Not to bring down the excited mood, but does this money look real to you? What? Children's Bank. Was für eine Blamage. Doch das Gute ist, ich muss nicht mehr reimen. Darum füge ich euch nicht mehr zu den Damage. Alter, das war heute der schlimmste Reimwurst aller Zeiten. Ich hab die schlimmsten Wörter ausgesucht, die kein anderes Wort haben, dass ich darauf reimt. Ich bin einfach zu blöd und... Boah, Alter. Mein Hirn ist matsch gerade. Egal, jetzt kann ich wieder reden. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt so, 15 Minuten. Nein, 10 Minuten. Bin mir sehr sicher. Hey, at least it feels like we totes busted this case, right? What do you mean? Is busting a case good or bad? Die dritte Show rein. Ist es Notwehr, wenn ich jemanden anleibe, nachdem er zu cringe war? Both! Ahaha. Ha 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 ha. Das hätte sie sagen sollen. To think the reward for the Phantom Thieves is feeling they totes busted the case. Sie will Geld, ich sehe schon. How funny. Denkst du, wir bezahlen dich? Hold on a second. Even though the contents are nothing more than trash, the case itself is quite nice.
All right then, let's sell it. Glad we got that sorted. Eine interessante Erkenntnis. Have any of your memories returned? Ich habe dem Display trotzdem nicht geholfen. No, not at all. Come on. Did that hit to your head make you forget even more? It's easy for you to talk. You're not the one who lost your memories. You have amnesia? Something like that. He does remember searching for treasures, though. I hope your memories return soon, then. So, what happens next? First, we wait for Kaneshiro to have his change card. Find's raus. Oh, it's gonna be big this time. People are gonna make a huge deal out of it, for sure. Lieber nicht. Erwartest du, dass ich das tue, wofür ich gebannt werden würde innerhalb von 0,5 Sekunden? Hey, you know what Kaneshiro said at the end there? About that criminal using the metaverse? Yes, I was bothered by that as well. Ich soll es lieber Fingertraining nennen. Das klingt noch falscher. No point mulling over it now. Let's wait and see how Kaneshiro's change of heart goes first. Na, in dem Sinne. Also, ne? Ich wollte immer noch die Zahlen erhöhen. I never thought I'd hear those words coming from you. 8. Aua. 10. About my request. Warum geht der Reihenmodus zweimal? Ich dachte, ich hätte ihn gelockt. Ich einmal. How long is it going to take? Ich habe mich mitgezählt. This incident happened at the school you're supposed to be presiding over. Excuse me, we need to speak with you at once regarding the fishing organization operating out of Shibuya. Fine. Oh. Aua, das tat weh. Ich habe nur einen großen C. Our other operative gave us a list of candidates without delay. How different from a certain someone. Yes, of course. Warum nochmal rein? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Oder auf was habe ich das gestellt? Ich bin ja so geprellt. Wir haben getan, was wir konnten, richtig? Jetzt müssen wir nur noch die Ergebnisse abwarten. Richtig. Was wohl passieren wird, wenn er seinen Sinneswandel hat? Glaubst du, er wird sich der Polizei stellen? Natürlich wird er sich zu ihnen gesellen. Das halte ich für wahrscheinlich. Hoffentlich erzählt er der Polizei alles. Und ich hoffe, er reilt es. Naja, einige Dinge bereiten mir immer noch Sorgen, aber ich glaube, wir haben gute Arbeit geleistet. Das stimmt. Ja, oder schließlich haben wir uns einen echten Kriminellen gestellt. Ob das uns noch gefällt. Ja, wir haben es geschafft, das Herz eines namhaften Gesetzesbrechers zu stehlen. Das muss man erstmal jemandem befehlen. Ich kann es kaum erwarten, Akechis Gesichtsausdruck zu sehen, wenn er die Neuigkeit hört. Dann ist er bestimmt empört. Ich hoffe einfach, dass ein paar Leute wieder Hoffnung schöpfen, wenn sie davon hören. Und nicht nur dumm herumplörren. Da ist aber noch eine Sache, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Meinst du, dass jemand das Metaversum für seine bösen Machenschaften benutzt? Das wäre ja gestutzt.
Jetzt wäre unverzeihlich, wenn jemand das wirklich tun würde. Ach, darüber können wir später noch nachgrübeln. Jetzt warten wir erstmal auf Kanetiros Sinneswandel und gehen kübeln. Na schön, gute Arbeit alle zusammen. Oh, was für ein... Ja, nur noch auf die Ergebnisse warten. Und ich muss gar nicht vorlesen, ich braten. Ja, ich bin zweimal rein Modus. Der eine ist wohl Bonus. Ich bin nach Hause. Ich, alte Lause. Nice, Cock. Du Flock. Kreuzworträtsel, das ist doch was für mich, ich alte Brezel. Hey, hey. Ein wenig spielen. Das könnte mir gefallen. Dienen zur Geldaufbewahrung. Das kann ja nur ein Tresor sein in meiner kurzen Schlaganfall. Aber jetzt kann es weitergehen mit Krawall. Ersetzt die D-Mark. In Germany we call it Euro. Damit wurde auch alles ziemlich teuro. Geldscheine oder Münzen zahlen. Was machen wir? Bar. Heutzutage ziemlich rar. Zuerst dachte ich an Geldbeutel, aber das passt nicht. Es wäre nur eine Geldbeute. Das wollen wir ja nicht. Ach, mit Karte zahlen ist schon entspannt. Wenn dann eine neue Liebe entflammt. Was? Ich gebe mir mal Mühe. Ah! Ich hatte es schon fast, aber jetzt habe ich etwas, was passt. So, jetzt brauchen wir nur das Lösungswort. Und dann können wir weg von diesem Ort. Ah, ich habe das Wort gehört. Ich habe die Antwort ist Währung und nicht Gärung. Jede Zahlung gilt für jede Art von Geld, unabhängig von der Nationalität. Sie stammt vom lateinischen Currentia ab, was so viel bedeutet wie fließen. Tja, das haben wir gemacht. Jetzt können wir auch unsere Blume gießen. Im Verlauf der Geschichte diente vieles als Währung. Steine, Muscheln, Getreide, Vieh, Federn, Salz, Kakao, getrockneter Fisch, Holz, Bambus und sogar Walzähne. Walzähne. Dazu gehörten aber keine Kräne. Ich halte es doch auch nicht mehr aus. Ich will ja raus! Ich würde sagen, wir schauen jetzt Fernsehen. Dann werde ich nämlich doppelt gebildet. Und das möchte ich gern sehen.
Richtig. Wir gucken The Running Dead. Ich frag mich, was das ist. Weißt du es, Dad? Da hört man Lee im Hintergrund. Und Clementine kann nicht weit sein. Mit ihrem Hund. Den sie nicht hat. Aber der ist platt. Die Geschichte dreht sich um Leute, die in einer Stadt voller Zombies ums Überleben kämpfen. For real? Und nicht durch die Gegend trampen. Ah, ein lebender Toter, der Mann. Hunde habe ich auch gesehen, aber keine einzige Katze. Da verziehst du dumm deine Fratze. Den Reim habe ich geklaut von vorhin, aber... Das mehr ist halt nicht drin. Was für eine gefährliche Welt, damit möchte ich bestimmt nichts zu tun haben. Ich habe keine besonderen Gaben. The Craft of Cinema, einfach auf Englisch. Vergessen zu übersetzen. Da sollten sich die Übersetzer nochmal hinsetzen. Setzt. Reimmodus ist Joe Ever. Willst du sagen, er ist forever? Falls du sagen wolltest, er ist vorbei, leider nicht. Noch eine Minute, dann fress ich Blei. Well then. Es wird spät, wir sollten bald schlafen gehen. Ich werde mir jetzt eine Tüte drehen. 10 Minuten sind vorbei, Halleluja. Mein Hirn ist Brei. Ich kann nicht mehr. Nur 11 gesendet. Ja, ich gucke halt immer auf, ne? Ich sehe das ja im Feed hier mal direkt vor 10 Minuten. Steht da jetzt. Eben stand er noch vor 9 Minuten. Same with Kamoshida and Madarame too. They hurt and exploited others just to satisfy their desires. Wahrscheinlich war es 19.11 Uhr und 3 Sekunden später war es 19.12 Uhr. Still, there were people around them who noticed their terrible deeds, weren't there? Ich wundere, warum sie ein blindes Auge verlieren. Warum kann niemand helfen? Look. Viel Spaß, Tui. Ich hoffe, meine Reime waren ein Geschenk an dich und mein Hirn will gleich wieder Reime finden, ne? Oh, aber das kann ich nicht. Hm, denken wollen sie? Sie können nicht helfen. Sie haben zu viel Angst. Nehmen wir das. Das wäre meine Antwort. Ich sehe, wie man auf der Straße zusammengeprügelt wird, mache ich halt auch nichts, weil ich mir denke, ich habe Angst, dass ich selber verprügelt werde, ne? Humans are so weak. Ich habe noch nie jemanden gesehen, ich wurde noch nie gezeigt, wie jemand verprügelt wurde und ich soll wieder auch so bleiben. Wobei doch, einmal, aus dem Titty Twister kamen ja Leute raus, aber da waren schon ganz viele andere. When I touched the treasure, some memories came back. I tried to force myself to forget, but I really may not be human. Talk about a lukewarm response. Ich hab Lennon verarscht mit seiner Tekken 2 Hülle. Naja, sieht doch trotzdem aus, als wenn es was wäre, ne? Now that I think about it, I gotta be human. I am the core of the Phantom Thieves after all. Dieser Salz. Oh, skriptet Vertiefung. La Batteleur. Chance auf Gegenstandserwerb bei einem Nahkampfangriff Jokers. Alright. Klingt nett. Come on. It's not good for you to stay up this late. Let's go to sleep. Mm-hmm.
Our master wishes to speak with you. Heed his words. You've defeated the repulsive fiend of gluttony this time. Well done. Glucks. I am glad to see you have devoted yourself to your rehabilitation. You are not worthy of such kind words, inmate. I suggest you treasure them. Do you recall the whispers about that strange man? Ich weiß nicht mehr. You forgot already? This fool is beyond redemption. This is about the cases of those people who shut down, is it not? Indeed. I speak of another with powers similar to yours. If you are to complete your rehabilitation, you may encounter him eventually. Den sind die Spaghetti-Reifen, aber er tut's auch. Yet another thing for me to look forward to. It would be greatly troubling if you were to not strengthen your abilities. I shall grant you an ability befitting of your newfound growth. Consider it a gift. Eine Innovativsicht. Ach, Igor, der Mathe. Da wird den EP-Bonus, den der Arcana Schub gewährt. Alright. Cool. It's time, inmate. Return to your world. Ich werde immer noch die komischen Aufgaben für die da erledigen, aber ach, keine Ahnung. Hello? It's me, Makoto. Were you sleeping? Ich bin noch nicht ganz wach, aber sonst geht's. Okay, if you're able to make such jokes. Ertappt. There's something I feel I should let you know. Kaneshiro contacted me. Kaneshiro? He said he's calling off our debt. It seems he's disposed of all the photographs as well. And, my sister and her team have taken him into custody. What? It appears they did not want him to disappear, if you know what I mean. His group was called a mafia, after all. I wouldn't put silencing him past them. Does this mean we were successful in changing his heart? It's hard to say for sure yet. I see. What about those psychotic breakdowns that Kaneshiro mentioned? I'm not sure. But I assume he was talking about the incidents that have been all over the news lately. It really may be related to the other person who has been entering palaces. True. That said, all we can do now is wait until Kaneshiro's change of heart becomes clear to us. Thank you. Ich sehe wegen Hiroshima so rote Augen. Nee, wegen Fukushima. Hey! Oh, ich darf lesen! Mal jetzt mal die Kunst des Zockens. Warum machst du eigentlich nichts Soziales? Wegen FSJ. FSJ heißt Fast Service Jena, ne? Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Wow. Geheime Tricks, hört sich wie etwas an, das die Phantome, die wir benutzen würden, glaube ich. Gaming. Ultra Gaming. Jetzt bin ich Ultra Gamer. Die Kunst des Zockens zu Ende gelesen. Dann verstanden lauter geheime Tricks für verschiedene Videospiele, so können wir jedes Spiel gewinnen. Es liegt an dir zu entscheiden, ob du diese Cheats benutzen willst. Ich würde ja gerne sagen, anscheinend haben die Entwickler keine Ahnung von Videospielen. Aber. Ne? Alright. Du kennst jetzt alle Cheats und Geheimnisse für verschiedene Videospiele. Damit verringerst du die Schwierigkeit für Spiele und machst sie für dich einfacher. Das könnte ich für Final Fantasy 7 Rebirth brauchen. Wir sind fast da. Ja, ja. Ich leiste meine Sozialleistung ab, wenn ich Recon bei dir mache. Bei dir, Amchen.
Ich hatte heute Morgen kein Frühstück und jetzt Hunger. Ich will was, was satt macht, aber beide Sommer und ich will nicht zu viele Kalorien, fühl dich. Wie wäre es mit Tee? Also immer, also nicht wegen Sommer. Im Diner in Shibuya gibt's irgendwas, Tee, Kacktee. Der riecht gut, ist gut für deine Haut und erhöht außerdem noch deinen Charme. Früchtee. Früchtee! Oh Gott, ich hasse Wortspiele. Mmh, wie süß, klingt lecker. Tja, sie beginnt halt im Inneren, ich werde ihn mal probieren. Früchtee. Hm? Klingt nach einem hippen Getränk, das Mädels mögen. Willst du ihn probieren? Klar. Nice. Letterbox. Niemand sagt, Jungs dürfen das nicht trinken. Probieren, wenn er schmeckt und stylisch macht. Smoke and sexy style. Wäre eine gute Idee, deinen Charme wert. Ich merke jetzt, dass das Symbol für Charme einfach so ein Knutschmund ist. Früchtee zu hören, wenn du im Diner bist. Ich bleib lieber bei meinem Sonntagssaft. Guten Morgen, Leon. Nenn mich nicht beim Namen. Wo schaust du denn hin? Auf geht's, wir kommen noch zu spät, wenn wir uns nicht beeilen. Schlag euer Buch auf, heute reden wir über die Chroniken der drei Reiche. Oh Gott. Eine Reihe von Helden, die um die Vorherrschaft kämpfen, war wahrlich eine epische Epoche. Charismatische Herrscher und Kriegsherren mit riesigen Armeen mögen ihren Reiz haben. Aber ich persönlich finde, dass man auch die Strategien im Hintergrund nicht ignorieren darf. Nun, du da. Im Buch ist zu. Ich kann ihn nicht aussprechen. Zuge Liang von Chu für seine Heldentaten während der Schlacht am Roten Felsen bekannt. Er ist auch der Erfinder des Baozi, einer Teigtasche, klar. Der ursprüngliche Name geht auf ihr Aussehen zurück. Was bedeutet der ursprüngliche chinesische Satz, von dem der Name dieser Knödel stammt? This is it. Das ist korrekt, ja. Der ursprüngliche Name Manitou, der Schuh des Manitou, stammt von einem Ausdruck, der Kopf eines Barbaren bedeutet. Damals opferten die Barbaren in einer Region einen Menschenkopf, um die Flussgöttin zu besänftigen. Aber Reng machte stattdessen ein Baozi in Form eines Kopfes. Ich habe nichts verstanden, aber ist okay, oder? Nice going. Ich kenne drei Reiche. Ich auch. Das Großdeutsche Reich. Ach ne, war das Einzige. Schuhe, Maultasche, sei doch Schuh. Schampunkte. Scham ist nur noch auf 2, ne? Wird mal Zeit. Heutzutage findet man Baozi und mit den Gesichtern drauf. Wenn man an ihren Ursprung denkt, ist das nicht so weit daneben. Du wirst nicht, dass Strategen sich auch Rezepte ausdachten, nicht nur Strategien. Makoto ist unsere Strategin. Willst du sehen, was sie kochen kann? Ja. Sonntag also um 11. So's. Ja. Ja. Die Morgenstream gefallen mir mittlerweile mehr, muss ich sagen. Ihr wisst es vielleicht schon, aber Direktor Kobayakawa hat mich beauftragt, nach den Schuldigen zu suchen. Die Schuldigen? Ja, nach den Leuten, die hinter der Prangerkarte stecken. Bitte versucht eine Weile nicht aufzufallen. Übrigens verbringe ich meine Zeit meistens im Schülerratssaal. Wenn es mal einen Notfall gibt, kommt einfach zu mir. Ich habe 3 Mails. Das sind mir zu viele. Pläne. Alle wollen was mit mir tun, aber ich habe keine Lust. Okay. Ich habe Folgenlänge. Ja, noch ein bisschen. Also, ja, Maruki ist immer noch dicht. Er ist dicht. Yusuke an Takemi. Goro! Ach man, ist so scheiße. Makoto treffen. Hier haben wir noch gar keinen Confident, ne? Oh, ich hasse es. Es sind so viele immer. Aber Goro ist ausgegraut. Aber Goro, ja, wenn er da wäre, ne? Er ist nicht da. Geh trotzdem zu ihr, okay, Boss. Mm-mm-mm.
Ich weiß nicht, welches das jetzt ist, um ehrlich zu sein. Ja, das ist der Maruki. Ja, wird es da sein wahrscheinlich. Kompetent genug. Ha! Trotzdem müssen wir erstmal Kanichiros Sinneswandel abwarten. Brauchst du etwas aus der zweiten Etage oder willst du in der Bibliothek lernen? Ich wollte dich sehen. Es zahlt sich aus, was du gelernt hast. Hast du schwer gearbeitet? Nur genug Wissen, um Makoto einzuladen. Es könnte eine gute Gelegenheit sein, meine Bindung zu dir zu stärken. Möchte ich was fragen, wenn es dich nicht beim Lernen stört? Klar. Thank you very much. Ja, okay, suchen wir uns einen besseren Ort zum Reden. Der Hof wäre gut dafür. I'd like to talk to you about something. Do you have a moment? Up until now, I've been the quintessential honor student. I believe I've been handling my position as student council president with ease as well. And I don't mean that in a boasting way, that's simply how I've thought about it. But in the end, I was unable to make any kind of impact with either Suzui-san or Kaneshiro. Turns out there's no use for a rule-abiding honor student when things get rough. Now that I'm a member of this team, I want to do everything I can to help you all. All my studying up to this point has kept me quite narrow-minded. I think I will need to broaden my horizon somewhat. Stefan König hat sie. Achso, ja. Es und sie gibt's auf jeden Fall. Worum es in sie geht? Keine Ahnung. My first step will be to learn more about the other students. Stefan König. I struggle with that. There seems to be a disparity between my tastes and those of my peers. Really? I hope you're right. But I don't even know where people like to go for fun. It would be nice to have a grasp of such concepts. Plus, the student council must be responsible for understanding the student body they serve, right? I don't mean that in a surveillance way. I just want to know them as people. I may be a phantom thief, but that's no excuse for me to start ignoring my presidential duties. Now, back to the topic at hand. Where do people usually go for fun? Ins Kino, zum Karaoke, zur Arcade. Karaoke. People have fun. Manche Peoples schon. Peoples. Schon Kino, ne? I enjoy the movies myself sometimes. I think I prefer somewhere I'm unfamiliar with. Oh, I know. How about the arcade? I've never actually been to one. Gut, Gaming ist auch fein. Do you think you could take me? I'm not sure if it'll bring. Wenn wir das Mario Kart Ding da spielen, GP irgendwas. Ja, komm, was soll's. Thank goodness. I think I would have been totally lost in there had I gone by myself. Well, let's get going. Klingt halt blöd für ein Date. Ganze Zeit nur sitzen und nicht reden. Perfekt! Voll gut. Kann auch nichts Falsches sagen. So, this is where everyone comes to enjoy themselves. Ich mag den Lightgun-Typen, ne? There are more girls here than I expected. Wie auf Mette-Konzerten, ne? Auch mal mehr Frauen, als man erwartet. Hey, over there! You play by aiming the gun at the screen, right? That actually seems somewhat realistic. Geil, House of the Dead spielen, let's go. Willst du probieren? If it's okay with you, do you think you could teach me?
did it! No way! Gaming. Obwohl es laute Spiel war, ist echt auffällig. Also sie ist so vertieft, dass sie es nicht merkt. Oh, so this is how it is. Du bist ein echter Gamer. Of course, that was just a game. But I wonder if I could apply some of the techniques I learned here during battle. Mann, bist du klug. Perhaps going somewhere I don't normally frequent is what helped me come up with that idea. You know, it may only be a little bit. But I think I'm starting to understand how people pass time. Interesting. I would have never even thought about coming here before. To give the team more ideas if I can gain increased knowledge outside of my studies. Ideen? Perhaps it won't be immediately, but I'm sure I can be of use. Du bist stark entschlossen, halt, Mama Foto. Ist die Folge vorbei? Die Folge? Ja, eigentlich schon. There must have been people who obstructed your actions as the Phantom Thieves. You managed to overcome them because you had someone who specialized in analyzing enemies. Isn't that right? Andrew Ryan machte auch Minigolf. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. Der hat den ganzen Tag nur Golfschläger im Kopf. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the priestess persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Hohe Priesterin, aha. Le Papesse. Zack, Skills und mögliche Gegenstandsdoppel aus dem anderen. Böse Bildschirm. Ach so. Aber nicht die Schwächen, ne? Ah, vielleicht irgendwann. Das wäre mal schön. Alright. By the way, you went to the red light district when you were chasing after Kaneshiro, right? Nein. I'd like to go there as well. No, not for my own purposes. Tell you the truth. I recently got a report that one of our students was spotted there. I'm skeptical, but I'd like to confirm firsthand for myself. Mal gucken, wie auf den Strich. Well, it's getting late. Let's go home. Let's go home. Und diese Folge, die geht jetzt auch nach Hause. Thank you. So, danke, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Es fällt mir immer schwer, allein in solche Orte zu gehen. Du warst also eine große Hilfe. Ich hatte heute allerlei neue Erlebnisse und es hat sogar ein wenig Spaß gemacht. Ja, nee, sind Rosalichtviertel. Ja, sollen wir nochmal gehen, passt schon. Gute Idee, immerhin gibt es noch so vieles, das ich dort lernen kann. Aber vorher sollten wir ins Rotlichtviertel gehen, wie wir es vorher besprochen haben. Tut mir leid, ich wollte dich nicht aufhalten. Pass auf deinem Heimweg auf dich auf, ich rufe dich später an. Tschüss! Oh, you're back. Ah, you're back. Sei ja. Es reicht aber mal hier mit Nachrichten. Hey, du hast einen Spezialauftrag noch nicht vergessen, oder? Du hast besser nicht zu lange warten. Du findest uns vor unserer Tür. Ja, ich weiß. Irgendwann mal. Ich folge beiden. Weißt du, was mich interessiert? Wie ist die Kusai? Kusai? So, voller Leute wie Yusuke. Was Kusai? Weiß ich nicht. Da gehen doch sicher wieder etwas andere Leute hin. Jetzt, wo du sagst, ich habe wirklich eine sehr interessante Klassenkameradin. Die spielt Shogi und zwar offenbar sehr gut.
Meinst du die Hifumi Togo? Ich habe mal irgendwo gehört, dass sie auf die Kosei geht. Angeblich die schönste Shogi-Spielerin der Welt. Achso, das ist einfach die Schule, ne? Oder das ist halt die Uni da oder was auch immer. Alter, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Ich will Details. Ich weiß nicht viel über sie. Sie ist ziemlich einzelgängerisch. Klingt, als würde sie sich nur auf Shogi konzentrieren. Es heißt, sie wäre ein einsames Genie. Aber sie wird wohl oft in der Kirche in Kanda gesehen. Echt jetzt? Da müssen wir hin. Wenn du so aus oberflächlichen Gründen gehst, trifft dich wahrscheinlich der Blitz. Nein, ist doch gar, das ist doch gar nicht. Nur wegen den Phantomdieben. Ich meine, Shogi ist doch quasi ein Kampf, oder? Die kennt sicher total krasse Strategien und so. Das ist extrem weit hergeholt. Kirchen sind heilig. Mach das nicht, Ryuji. Ah, dafür werde ich dir irgendwann bezahlen. Leon, geh du sie für mich ausspionieren. Finde raus, ob sie wirklich so süß ist, wie alle sagen. Let's ignore that idiot. Anyway, a Shogi expert, huh? Striking an enemy with but a moment's inspiration? Skillfully strategizing toward victory? Those might actually be good tactics to know for our work as the Phantom Thieves. You said she's at the church in Kanda, right? We should check it out. In Kanada. Kanada! Dieses historische Viertel weist viele Schreine und Tempel auf. Denke über dein Leben nach. Beichte deine Sünden, dann wird der Weg von dir klarer werden. Alright. Mhm. So, meine Güte, ey. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wow.